Wir sind wieder zurück hier an unserem Schmiedehäuschen und an unserer Wüsteneinfahrt. Hallo Rehlein, du siehst lecker aus. Das war jetzt fies, ne? Ja, oh ja, das ist so gemein. Ganz schnell aufsammeln. Das ist an Altersschwäche gestorben. Das war ich nicht. So, komm, dann machen wir gleich mal weiter. Bevor wir hier zu sehr in Trauer verfallen. Bezüglich des altersschwachen Rehs. Dass wir... Ach, Mann, jetzt kam ich hier nicht weiter wegen der Scheißblöcke. Ach, Mensch. Jetzt habe ich da unten oben wieder was weggehauen, was ich gar nicht weghauen wollte. So ein Mist. Ach, so ein Pech aber auch. So. Naja, wenigstens das hat geklappt. Das ist ja schon mal schön. Und schön, dass die Steine hier alle Durchfall haben. Das ist ja... Kollision. Echo. Entwickler. Ja, die Entwickler, die haben tatsächlich vor, die... Hallo? Sonst geht's aber noch, wa? Die Entwickler haben tatsächlich vor... Ich hab mich ein bisschen belesen. Aber nur ein ganz bisschen. Die haben vor, die Skillzeiten von Loks. Warum sind die Bäume hier so blass? Was ist da los? Ich hoffe, das liegt jetzt nur am Licht. Das wäre schön. Es wäre schön, wenn das nur am Licht liegt. Und zwar haben die Entwickler vor, die Skillzeiten noch weiter zu verlängern. Die Loks, ne? Also das Fällen von Bäumen mit dem Entfernen von dem Gekrösel, das dauert ja so wahnsinnig lange. Und bis man da mal geskillt hat. Und da haben die Entwickler tatsächlich gesagt, dass die anderen Skills eigentlich viel zu schnell gehen und dass das noch in einem der nächsten Patches angepasst wird. Ich hoffe nicht. Ich hoffe echt nicht und deshalb beeilen wir uns ein bisschen mit dem Skillen. So ein Grund, warum ich die schnellen Skills alle soweit schon ausgeskillt habe, Mensch. Oder Weizen schon ausgeskillt habe. Weil die Entwickler, die haben ja gelegentlich mal so tolle Ideen. Und die nicht unbedingt so schön sind. Aber gut, was willst du machen? Ist immer so, aber die werden das wahrscheinlich dann im Nachhinein wohl auch wieder anders anpassen, aber irgendwie müssen sie ja anfangen zu balancen und warum auch nicht erstmal so, können sie durchaus machen, aber ich glaube, da werden sie ganz schnell merken, dass sie da ein bisschen auf dem Holzweg sind, aber gut, wer weiß, wenn die natürlich dann schlussendlich das Spiel dann auch so fertig haben, dass sie dann die Skillpunkteverteilung natürlich auch entsprechend um einiges besser gemanagt haben, dann könnte ich mir vorstellen, dass es dann wieder passt. Und der Meteor, der ist ja immer noch random eingestellt auf 30 Tage. Hier jetzt nicht bei unserer schönen Welt. Die ist ja auf, da ist er auf 400 Tage eingestellt. Aber so lange braucht er jetzt auch nicht mehr. Und das ist übrigens der Grund, warum ich das Schlafen auf dem Server verboten habe. Denn wir sind drei Leute hier auf dem Server. Okay, Quinsel. Der Quinsel, der ist natürlich ganz, ganz selten nur da. Aber Noctura ist oft da und ich bin auch oft da. Und das wäre alles, glaube ich, nicht so schön, wenn zwei ständig am Schlafen sind, um halt die Herstellung ein bisschen zu beschleunigen. Das wäre, glaube ich, dann unschön bezüglich der Einschlagzeit, weil die sich dadurch natürlich verringert. Das ist natürlich so geblieben. Leider. Aber gut. Ich wollte schon wieder zurück und mein Werkzeugwerk leer machen. Was natürlich vollkommener Nonsens ist mit 18 Steinen auf der Spitzhacke. Wo werden die eigentlich auf der Spitzhacke jetzt getragen? Oder, ach, ich weiß. In der linken Hand wahrscheinlich die Steine und, aua. Und in der rechten halten wir halt die Spitzhacke. Ja, ich weiß, wir müssen noch Stahl schmelzen. Habe ich zwischendurch zwar auch wieder gemacht, aber so wahnsinnig viel war das nicht. Wir brauchten ja durchaus wieder Stahl.
Aber das habe ich ja ZDF schon längst gemacht gehabt. Vor der letzten Folge schon. Aber es war, wie gesagt, nicht so wahnsinnig viel. Die Kalksteine, die ich hier vorhin reingeschmissen hatte, soll heißen, in der letzten Aufnahme, die habe ich natürlich alle schon verbacken. Verbacken und verbraten und alles schon in die Schmiede reingebaut. Wie man sicherlich sehen konnte, hat es jetzt auch eigentlich die eigentlich vollständige Höhe erreicht. Aber ich möchte durchaus schön bauen. Und da kommt nicht nur einfach so ein Dach drauf, da kommt noch was anderes drauf. Das war vielleicht auch so ein bisschen Ausblick auch zur Wüste hin haben. Das wäre bestimmt ganz, ganz cool. Weil da haben ja viele Unternehmen auf dem Dach dann auch so einen Pausenbereich. Eine Art Dachterrasse. Wäre auch schön. Wäre schön. Ich überlege, da eignen sich natürlich auch diese schönen Kübel. Das Problem ist nur, Lehm ist hier ein bisschen Mangelware. Also Lehm ist nicht allzu viel vorhanden. Auch wenn hier und da mal große Vorkommen sind. Wir haben ja durchaus ein paar Ziegel haben wir schon hergestellt gehabt. Aber wir brauchen ja auch Ziegel zum Herstellen von den Büchern dann. Und davon auch nicht gerade wenig. Und das ist, da sehe ich ein Problem, dass das so alles reichen wird. Denn das Dach soll auch wieder ein Ziegeldach eigentlich werden hier von der Schmiede. Und ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich so sinnvoll ist, aber ja, müssen wir mal sehen. Ich überlege mir da mal was. Aber die Schrägen der Kalksteine hier sind mir ein bisschen zu hell. Und deshalb wollte ich das nicht so gerne damit machen. Schauen wir mal. Werden wir sehen. Wir probieren was aus. Oder ich probiere was aus zwischen den Folgen. Weiß ich noch nicht. Da müssen wir mal gucken. Und die Schmiede ist natürlich noch nicht fertig, nur weil der Bau der Schmiede fertiggestellt ist. Wir müssen ja auch noch die ganzen Geräte noch entsprechend reinstellen und umbauen und die alte Schmiede, die Ersatzschmiede, müssen wir noch rückbauen und ja, aufräumen halt auch. Naja, so weißt du was. Aua, 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 aua. Nicht immer ins Fressbrett rein, Mann, das tut doch weh. So was. So. Da, 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 da. Da, 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 da. Ja, ich weiß, ich habe immer noch den Galaxy Quest Jingle im Kopf, aber gut. Das ist halt so. Der Galaxy Quest Jingle. Eigentlich ein schöner Film. Schön. Schön. Bin auch, fern der Realität, aber oh, wer weiß, kann ja durchaus sein. Könnte, pass mal auf, irgendwann kommen hier die Aliens an und wollen uns Sternzerstörer hier schenken oder so. Was weiß ich, keine Ahnung. Wer weiß. Der weiß es. So. Ja, es dauert natürlich immer so ein bisschen, also weit kommt man hier nicht, wenn man natürlich immer den ganzen Bereich hier gleich aushebt. Das ist aber auch verständlich. Deswegen, da muss ich ein kurzes Zwischenhüsterchen machen. Deswegen hatte ich mir auch nur so einen Gang reingebaut, weil ich ja wusste, wo hier Kohle zu finden ist. Also in etwa. Ich wusste in etwa nur die Richtung. Weil hier ist ja dann schon das Graslandbiom und hier ist überall Kohle. Wie man sieht, ist hier überall Kohle. Und ja, die können wir natürlich, die müssen wir auch natürlich rausholen, weil die Kohle sehr wertvoll ist hier. Also ist sehr wertvoll geworden, wie ich finde. Überhaupt ist vieles wertvoll geworden, außer Basalt. Basalt ist so wertlos. Das ist so wertlos, aber Basalt kann man gut in Stein umbauen. Das ist wiederum gar nicht mal so schlecht. Ja, hier bin ich noch richtig. Das ist gut. So, jetzt wollen wir mal den Gang etwas erhöhen, damit wir hier nicht unter Platzangst leisten. Leiden. Unter Leisten leiden. Hier.
Ja, das Werkzeug müssen wir auch schon jeden Moment reparieren. Aber was soll's, wir können es uns leisten. Noch können wir uns leisten, bevor wir anfangen müssen zu schmelzen. Aber dann können wir wenigstens unser neues Pumpsystem da unten auch mal ausprobieren, ob das auch so klappt. Obwohl, naja gut, das Wasser scheint da nicht verschmutzt zu sein. Kann man tatsächlich so ein bisschen Brack, Brack. Das Schmutzwasser, kann man da tatsächlich so ein bisschen reinleiten, ohne dass der ganze Tümpel gleich verpestet und ohne dass man da gleich reinigen muss? Ist das wirklich so? Mir scheint es ja so. Meine, wäre mir recht. Wäre mir sehr recht. Ich hab doch auf den gezielt, Mann. Oder hast du wieder ein Schildeisen auf, was dir nicht steht, du? Wer weiß. Ach, Mann. Weißt du, was hier auch noch cool wäre? Mopeds und Rostelche. Also, sprich, Fahrräder. Das wäre auch noch ganz cool. Aber wie gesagt, ich wünsche mir eher so ein geländegängiges Fahrzeug, wo man halt nicht unbedingt auf Rampen angewiesen ist. Das kann ja eins mit Ketten sein. Das kann ja tatsächlich so ein Kettenfahrzeug sein. Gibt es ja. Man muss sich bloß ein bisschen daran orientieren. Oder ein Quad vielleicht. Oder ein Kettenquad. Gibt es überhaupt sowas? Gibt es ein Kettenquad? Ich meine jetzt nicht ein Schneemobil, aber so ähnlich. Doch, ich glaube, sowas gibt es auch. Ja, gibt es bestimmt. Gab es bestimmt und gibt es bestimmt. Weiß ich gerade nicht. Muss ich mal gucken. Wäre eigentlich so ein. Wäre eine gute Idee für die Entwickler. Damit man nicht unbedingt immer auf diese komischen Rampen angewiesen ist und damit die ganze Umgebung hier verschandelt. Oder vielleicht für die Mod-Autoren. Das wäre doch mal was. Ich glaube, das wäre vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, oder? Weil ich kann mir vorstellen, dass das eine sehr, sehr aufwendige Mod dann wird. Das muss ja auch alles hier in das System auch eingefügt werden. Und das stelle ich mir schon nicht so leicht vor. So, komm, jetzt fahren wir erstmal wieder. Jetzt fahren wir erstmal kurz zurück. Ich muss mein Werkzeug reparieren. Natürlich, ich fahre natürlich das Gehäuse. Nein! Hier müssen wir runter. Okay, wer hat das Tor zugemacht? Ich weiß nicht. Nein! So. War ich wohl. Lager sollte man vielleicht. Ich habe da hinten nämlich keine Steine mehr drin. Die habe ich ja alle schon verbraten. Die ging auch drauf für die oberste Etage. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Ich überall diese Verpestung hier. Oh, wird das auch mal besser? Das wäre schön. Ich habe doch nun schon extra da so ein Steintümpel drum, also so ein Steindings. Und ich habe noch extra die Wasserfilter dran und alles. Ich mache doch schon alles. Und trotzdem verpesten wir hier die Landschaft. Die Landschaft, vor allem die Landschaft in den Lagern. Das kann doch nicht wahr sein. Na gut. Ich wollte einmal pro Folge meckern. Habe ich letzten zwei oder drei Folgen, glaube ich, nicht gemacht. Wird ja langsam mal wieder Zeit, hä? So, mal gucken. Hier möchte ich ja. Ja, super geparkt. Ja, toll. Ja, spitzenmäßig. So, genau hier wollte ich nämlich so ein Lager hinsetzen. Und hier auch noch eins. So, und hier vielleicht noch. Hier. Das passt sogar gerade so eben. Das ist gut. Das ist sehr gut. Hallo. Achso, Power. Bei Power wollte ich nicht gucken. I've got the power. Alles da, haben wir hier jetzt Lager voll. Und noch ein halbes Lager bestimmt voll. Na, fast ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr als ein halbes Lager. Warum haben wir hier schon wieder alle möglichen Lager wieder akquiriert? Das ist ja auch wieder sehr, sehr toll. Ganz, ganz toll und völlig sinnlos und tralala. Und überhaupt und weiß und hast du nicht gesehen. So und so, ich frage mich los, warum ich das mache, weil der LKW, der hat sowieso ständig auf irgendwas Zugriff und da ändert sich sowieso ständig die Reihenfolge. Von daher ist eigentlich
Blödsinn, was ich gerade mache, aber... Na, wer weiß. Mal schauen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Was haben wir hier noch drin? Sandstein haben wir da hinten. Lehm haben wir gerade gar keinen. Der könnte in den Keller. Basalt haben wir auch noch ein paar Lager. Und Erde. Erde da hinten. Alles klar. Dann wollen wir mal zurücksetzen. Und den LKW mal kurz leer machen. Ja, wie schön, dass ich jetzt den Lehm auch rausgeholt habe. Gut. Lehm. Zwei Lehm. Warum nicht? Zwei Lehm. Moment. Wie viel braucht man? Raumanforderung? Was? Das Tor ist offen. Ist das echt am offenen Tor? Nö. Hä? Habe ich hier irgendwo ein Loch reingekloppelt? Ich glaube nicht. Ich habe hier doch kein Loch drin. Ich habe hier doch kein Loch reingemacht. Raumanforderung. Warum hast du jetzt auf einmal Anforderungen? Du bist doch in einem Raum. Ach, glaubst du es denn? Es ist ja nicht wahr. Zack. Zack. So, jetzt. Jetzt geht's wieder. Alles klar. Das ist mal wieder derselbe. Warum? Ich habe nicht mal den Server neu gestartet. So ein Quatsch. Na gut. Ein. Warum nicht? Können wir durchaus machen. Wo wird er hingelagert? Wenigstens da, wo er gelagert werden kann. Das ist schön. Da freue ich mich drüber. Moment. Bevor wir hier nochmal dran vorbeidüsen müssen. Erstmal hier Werkzeug reparieren. Drei Eisenbarren. Ich freue mich schon darauf, wenn wir das Ganze dann immer mit Stahl oder mit Plastikkunststoff, mit Fiberglas reparieren müssen. Da freue ich mich schon drauf. Oh je. Vor allem, wenn uns der Quatsch dann immer ausgeht und wir erstmal Öl dann zapfen müssen. Aber gut. Warum nicht? So, jetzt haben wir nur noch 14 Sandsteinblöcke hier auf der Ladefläche. Und die schmeißen wir hier rein. So. Ofen im Wanst. Und wieder ab nach oben. 8 Minuten 5 Sekunden, naja. Ist natürlich nicht sehr schnell hier. Ich hätte ja auch lieber alles mit Straßensteinen ausgekleidet oder mit dem schönen Asphalt. Aber gut, das konnten wir damals noch nicht. Vielleicht sollte ich das Tor einfach mal offen lassen. Obwohl, dann könnt ihr alles mögliche an Getier wieder runtertigern. Das ist vielleicht auch nicht so toll. Machen wir lieber zu. Da kommt schon der Erste. Als diese neugierigen Elche. Du Hirschkuh, du alte, dusselige, dumme. So. Elchmotivation vielleicht? Weiß ich nicht. So, komm, jetzt machen wir hier nochmal ein bisschen weiter. Also ich mache natürlich zwischen den Folgen hier dann auch noch weiter. Ne? Also lange müsst ihr das nicht mit mir ertragen, wie ich hier einfach nur Steine kloppe und wieder zurückbringe. Nur mehr können wir gerade noch nicht machen. Obwohl, können wir schon. Können wir schon. Wir haben ja... Nee, können wir nicht. Wir brauchen ja Steine. Hahaha. Wir brauchen die Steine. Hätte ich eigentlich mal anschmeißen können. Habe ich vergessen. Aber das geht schnell. Das geht schnell. Und so wahnsinnig viel ist es ja nicht mehr. Glaube ich. Hoffe ich. Weiß ich nicht. Natürlich auch nochmal reinhauen, damit ich auch möglichst viele Löcher hier auch noch im Boden habe, die ich erst noch wieder auffüllen muss. Naja, komm, egal, was soll's. Ich weiß, oben drauf liegen wahrscheinlich auch wieder etliche von den Blöcken, aber was soll's, egal. Was willst du machen mit diesen tollen Sachen? Das Leben schöner machen? Hinein ins Viking-Feeling. Oder so ähnlich. Wir haben schon wieder 100 voll. Das ist toll. Ja, den Eisen. Das Eisen, soll ich das hier vielleicht noch irgendwo raus? Wo?
Popeln? Was war da gerade mit der Anzeige los? Weiß ich nicht. Das Eisen, das würde ich gerne noch hier rausholen. So. Und das auch. So. Hier war auch noch irgendwo was im Boden. Hier. So. Wir brauchen ja Eisen. Und wenn sich das schon so anbiedert, es biedert sich gerade so an, es bietet sich eigentlich so an, wie eine flotte Straßendirne an der Grenze zur Tschechoslowakei, also zur Tschechei, ist ja nicht mehr Tschechoslowakei, ist ja mittlerweile Tschechei und Slowakei schon seit einigen Jahren. Und ja, da kann ich mal einen Schwank erzählen, aber den erzähle ich wohl besser in der nächsten Folge, weil wir sind schon wieder bei 21 Minuten gleich. Naja gut, dann, boah, das ging ja wieder schnell. Ah, toll, ich hab Spaß, ne? Komischerweise sogar beim Stein abkloppeln, hab ich Spaß. Weißt du, da hab ich so viel Spaß, dass die Zeit echt verrinnt. Die rinnt mir zwischen meinen Zehennägeln durch. So. Naja, gut. Mehr haben wir gerade nicht, mehr lose Steine. Nein, alles klar. Ja, dann sage ich bis zur nächsten Folge. Und dann machen wir noch ein bisschen weiter. Und dann erzähle ich den Schwank. Ich hoffe, ich habe ihn bis dahin nicht vergessen. Und ich hoffe, bis dahin habe ich noch Lust, ihm zu erzählen. Das wäre schön. Denn jetzt sind wir... Ich bin angekommen. Ich bin angekommen und... ja, ich fühle mich wieder zu Hause hier in Echo. Also, bis zur nächsten Folge. Tschüss.